Guten Morgen, liebe Studierende. Ich freue mich, Sie begrüßen zu können im Jahr 2022. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind alle gut in das neue Jahr auch hereingerutscht. Wir sind jetzt hier in unserem zweiten Teil in gewisser Weise von unserer Vorlesungsreihe zur Einführung in die pädagogische Psychologie. In der 11. Vorlesungssitzung am 11.01.2022. Wir haben uns gedacht, komm, das neue Jahr beginnt ja für viele von Ihnen sicherlich auch sehr, sehr energiegeladen und auch auf vielerlei Art und Weise auch sehr demanding. Von daher wollten wir hier für unsere Veranstaltung einen etwas entspannteren Einstieg in das Jahr 2022 machen, indem wir einige von denen, indem wir einfach nur uns für so circa 60 Minuten uns heute treffen, anstelle von den ursprünglichen 90 Minuten, so als kleiner, um Ihnen quasi so auch die Möglichkeit zu geben, quasi in unsere Vorlesung wieder entspannt langsam neu hereinzustarten, um dann den Endspurt für unser Semester auch erfolgreich gestalten zu können. Vielleicht vorneweg wieder einige organisatorische Hinweise. Wir haben einige Fragen bekommen bezüglich der Quizze und der Quiz-Deadlines, von wegen, oh, warum ist das Quiz zum Ende des Jahres schon die Deadline gewesen, anstelle von, so wie die Reading Reaction, jetzt erst vor dieser neuen Vorlesungswoche. Vielleicht da als kurze Erinnerung, die Quizze sind immer zur Vorlesungsnachbereitung gedacht. Das heißt, wir haben da immer den Sonntag nach der jeweiligen Vorlesung, während die Reading Reactions immer Vorlesungsvorbereitung darstellen und daher immer zur Vorlesung, zum Sonntag jeweils vor der Vorlesungswoche auch dann gesehen sind. Also vielleicht daher auch so ein bisschen die Verwirrung da bei einigen von Ihnen, aber sehr viele von Ihnen haben das auch alles wunderbar gemacht. Von daher bin ich auch da optimistisch, dass das auch weiterhin gut klappt. Prinzipiell, Sie werden auch das Leaderboard auch schon sehen. Sehr viele von Ihnen haben auch schon die Millionen Punkte. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Million. Sie haben auch schon die Millionen Punkte geknackt und sich damit auch für einen Teilnahmeschein, der auch zur Klausurteilnahme berechtigt, qualifiziert. Das freut mich natürlich sehr. Einige von Ihnen haben auch da noch gefragt, okay, hey, ich habe bislang sehr wenig getan. Ist es noch möglich, einen Teilnahmeschein für die Klausur zu erwerben? Meine Antwort ist ja, auf jeden Fall. Ich will Sie dann dazu einladen, die Kristallkugelfunktion auf Gradecraft auch wirklich zu verwenden. Und da können Sie sich halt auch wirklich quasi noch Ihren weiteren Plan durch diese verbleibenden 4 Wochen noch genauer anschauen. Und dann werden Sie sehen, dass Sie mit dem einen Blog, mit den Storytelling-Aufgaben, Podcasts, Erklärvideos, da auch wirklich noch eine Vielzahl an Gelegenheiten haben, auch teilweise mit Ihren Mitstudierenden gemeinsam, sich mit den Vorlesungsinhalten zu befassen und auch noch den Teilnahmeschein auch zu erwerben. Wir haben gehört von einigen von Ihnen, dass Sie sich nicht wohl dabei fühlen, beispielsweise für Erklärvideos Ihre eigene Stimme oder Ihre eigene Person quasi auf der Piazza-Plattform, die auch natürlich nur kursintern ist, logischerweise, darzustellen. Wir wollen Sie auch daraufhin einladen. Sie können natürlich auch diese Aufgaben, wenn Sie die nicht Ihren Mitstudierenden auch zugänglich machen wollen, was wir Ihnen auch natürlich empfehlen würden, weil wir glauben, dass Sie auch sehr gut auch immer voneinander und auch miteinander auch lernen können. Sie können diese Aufgaben uns natürlich auch auf Gradecraft direkt hochladen, sodass wir halt nur vom Instruktionsteam quasi ihre Aufgaben dann auch sehen würden. Von daher ist das eigentlich auch quasi, Sie brauchen da keinerlei Sorgen haben, dass dann Ihre, dass die dann auch weitergehend veröffentlicht sind in gewisser Weise.
Genau, dann Klausur. Wir nähern uns jetzt auch so langsam zum Fenster, wo es auch mit der Klausur relevanter wird. Aller Voraussicht nach wird die Klausur als Online-Klausur stattfinden, auch via Ilias, via dem Ilias-Klausuren-Tool. Die finale Entscheidung ist noch nicht getroffen, also das noch unter Vorbehalt. Wir werden sie da vermutlich in der nächsten Woche, eventuell auch erst in 2 Wochen, mit unserer finalen Entscheidung von unserem Instruktionsteam für die Modulprüfung, also für die empirische Bildungsforschung, für die Diagnostik und auch hier für unsere pädagogische Psychologie informieren. Aber es sieht sehr stark nach einer Online-Klausur auch wieder aus, was auch in Anbetracht der steigenden Fallzahlen, Sie haben das wahrscheinlich auch irgendwie in Amerika auch gesehen, komplett verrückt. Aber auch quasi hier bei uns und dann, klar, zurzeit ist noch die Regelung, dass Präsenz auch von den Ministerien an im Universitätsbetrieb sehr politisch gewollt ist. Mal schauen. Also ich bin, ich glaube, wir müssen da halt auch noch so ein bisschen auf Sicht fahren, aber ich kann es mir halt zurzeit nicht vorstellen mit 250 von Ihnen, obwohl ich Sie natürlich sehr gerne auch persönlich alle kennenlernen würde, bin ich komplett bei Ihnen, auf jeden Fall. Aber es wird wahrscheinlich auf eine Online-Prüfung auch da herauslaufen. In gewisser Weise, Sie brauchen auch da keinerlei Befürchtungen zu haben, von wegen, oh, wie ist das mit der Administration der Online-Klausur, funktioniert das technisch alles oder andere Bedenken. Wir haben schon auch sehr viele und auch sehr positive Erfahrungen mit Online-Klausuren im vergangenen Jahr gemacht, sodass Sie da noch nicht mal die Versuchskaninchen in gewisser Weise wären, was quasi das Jahr vor Ihnen war. Aber das dürfen Sie natürlich Ihren Mitstudierenden bloß nicht erzählen. ich da jetzt auch sehr positiv eingestellt bin auch dazu jetzt. Genau. Klausuranmeldung werden wir vermutlich in dieser Woche oder der nächsten Woche via Ilias und auch via Gradecraft Ihnen zusenden, sodass Sie sich da quasi für die Bestandteile anmelden können, für die Sie sich anmelden wollen. Unsere Klausur wird modular aufgebaut sein. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, für jeden der 3 Modulteile, also für Einführung in die pädagogische Psychologie, für die empirische Bildungsforschung und die Diagnostik, können Sie sich frei wählen, welchen der 3 Modulteile Sie belegen wollen. Sie können einen Teil belegen, Sie können 2 oder auch 3 Teile belegen. Wenn Sie quasi alle 3 Veranstaltungen auch belegen, würde ich Ihnen natürlich auch empfehlen, lieber auch gleich alle 3 auch zu machen, weil Sie dann einfach auch in der Zukunft auch weniger Stress haben, logischerweise. Genau, Klausurfragen brauchen Sie auch eigentlich nicht wirklich sehr viele Bedenken haben, weil wenn Sie die Quizze jetzt auch schon ganz fleißig in diesem Semester bei uns gemacht haben, wären Sie auch wirklich schon sehr gut auf die Klausur vorbereitet. Wir haben jetzt auch für die Quizfragen von dieser Woche, also für diese Veranstaltung, wieder mal reale Klausurfragen aus den vergangenen Jahren auch verwendet, wie wir es auch quasi in den vorherigen Wochen auch hin und wieder auch mal wieder eingestreut haben. Also Sie werden quasi auch da schon quasi vom Aufgabentyp und wie auch der Schwierigkeitsgrad in gewisser Weise ist auch eigentlich auch sehr gut von uns darauf vorbereitet. Also wenn Sie mit den Quizzen gut klarkommen, dann bin ich auch sehr optimistisch, dass das auch für die reale Klausur dann gut wird. Ich kann Ihnen auch noch ein bisschen empfehlen. Sie haben ja auch im letzten Jahr gesehen, in unserer letzten Vorlesung, dass von wegen Lernstrategien, Self-Testing beispielsweise als eine Lernstrategie. Ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie wollen, können Sie auch als Blogbeitrag beispielsweise, also quasi ein
in einem Lerntool vielleicht sich selber Quizfragen oder Klausurfragen überlegen, basierend auf unseren Vorlesungsinhalten, die sie dann ihren Mitstudierenden so als Probeklausur in Anführungszeichen zur Verfügung stellen. Also sie sehen ja auch quasi, wie ich diese Quizfragen immer designe, sehr nah auch quasi an unserer Vorlesung. Und das haben auch quasi einige von ihren Mitstudierenden von vor einem Jahr und auch vor 2 Jahren gemacht. Und das ist eigentlich auch ein sehr gutes Tool, quasi nicht nur für diejenigen von Ihnen, die die Quizfragen erstellen und sie dann quasi in so ein Tool mit einarbeiten, die auch dadurch quasi einen Lernfortschritt haben, weil sie wollen natürlich auch dann sicher gehen, dass sie die Lösungen davon dann auch korrekt implementieren. Aber auch quasi für ihre Mitstudierenden ist dies auch häufig eine sehr gute Gelegenheit, dann das Wissen nochmal zu überprüfen. Also ich kann Sie auch dazu wirklich nur einladen, so etwas zu erstellen, das dann auch vielleicht auf Piazza hochzuladen. Sie können ja so ein bisschen Intro-Text schreiben, so von wegen so Lernstrategien und so weiter, um das dann auch als Blogbeitrag dann, da kriegen Sie ja noch quasi mehr Punkte, wenn Sie die noch benötigen für unsere Veranstaltung. Genau, also das soweit an Organisatorischem vorneweg. Wir starten jetzt quasi mit den Quizfragen von vor einer Woche, um jetzt auch so langsam wieder hereinzukommen, was wir uns da genauer angeschaut haben. Und zwar, wir haben uns da verschiedene Lernstrategien angeschaut. Und da haben wir uns vor allem kognitive und auch metakognitive Lernstrategien angeschaut. Zu jedem dieser beiden Bereiche haben wir uns auch verschiedene Primärstrategien genauer betrachtet. Strukturierende Primärstrategien waren da dann vor allem kognitive Lernstrategien. Dann haben wir uns auch verschiedene Arten von diesen Primärstrategien genauer angeschaut, beispielsweise Mindmaps als ein Beispiel von solchen strukturierenden Lernstrategien, die auch dann zum Selektieren und auch zum Organisieren von Informationen auch verwendet werden. Dann haben wir uns angeschaut, was es für also quasi weitere Beispiele von diesen Primärstrategien haben wir uns angeschaut und dabei unter anderem Motivation auch als sehr wichtiger Aspekt für den Lernerfolg und auch für die Selbstregulation, dabei auch vor allem die Aufrechterhaltung von Motivation, die Volition. Und dabei ist auch das Setzen von Prioritäten bei der Bearbeitung von Aufgaben quasi als ein Beispiel auch zu sehen. Was auch sehr viele von Ihnen auch sich angeschaut haben. Und dann wieder um auch den Bezug zu der Vorlesung von vor 2 Wochen, glaube ich, oder von vor 3 Wochen zur Vorlesung von vom letzten Jahr, was mehr als 2, 3 Wochen zurückliegt. also von der Selbstregulationsvorlesung, wo wir uns die verschiedenen Selbstregulationsmodelle genauer betrachtet haben und auch die verschiedenen Phasen der Selbstregulation betrachtet haben, da die Aufrechterhaltung der Motivation dabei auch vor allem in der präaktionalen bzw. in der aktionalen Phase, dass so etwas verwendet wird. Postaktional ist eher dann die Reflexion oder Selbstbilderhaltung oder andere Teile, die da im Vordergrund stehen, wo sie dann auch quasi andere Lernstrategien auch benötigen, um dies dann zu machen. Okay, soweit die Quizze beim Leaderboard. Ich habe es vorhin schon angedeutet, viele von Ihnen haben schon die Millionen Punkte
Takt. Ich bin natürlich auch weiterhin gespannt, wie es wie das dann weiter sich entwickelt. Sie sind auch wahrscheinlich genauso gespannt wie ich. Und genau. Was wir uns jetzt heute vor allem anschauen wollen, ist es, dass wir uns die Unterrichtsmodelle genauer betrachten wollen. Sie haben quasi hier diesen Überblicksbild schon sehr häufig jetzt in unserer Vorlesung gesehen, wo wir uns vor allem in den ersten Vorlesungssitzungen die individual, die Mikroebene sehr stark betrachtet haben. Und wir wollen uns jetzt heute quasi auf die Mesoebene begeben, um uns die Vermittlungsprozesse genauer anzuschauen. Also quasi so die Verbindung von Unterricht für Lernprozesse und wie da Konzepte aussehen, um dies dann auch effektiv auch gestalten zu können und damit wir auch die Lehr- und Lernprozesse auch genauer betrachten können. Prinzipiell, wenn wir von Unterricht sprechen, dann stellen sich natürlich einige Fragen, solche Fragen wie, was heißt Unterricht überhaupt oder was für Modelle existieren, um den Unterricht, um Lehr- und Lernsituationen zu beschreiben oder auch, was quasi Merkmale von gutem Unterricht auch darstellen. Und dies sind alles Fragen, die wir in der Woche heute als auch in der nächsten Woche genauer betrachten werden. Für den Unterricht aus der Perspektive der pädagogischen Psychologie ist es wichtig, dass wir uns zwei Seiten davon genauer betrachten. Auf der einen Seite, dass wir uns anschauen, den Lernenden mit ihren individuellen Vorkenntnissen, Vorwissen, Vorerfahrungen der Lebensgeschichte und den individuellen Charakteristiken, die der Lernende in jede Unterrichtssituation hereinbringt, als auch auf der anderen Seite das pädagogische Lernarrangement, welches dazu intendiert wird, den Lernerfolg für die Lernenden zu erhöhen. Also bewusst auch da, dass es in jeder Unterrichtssituation diese beiden Aspekte zu betrachten gibt. Also sowohl den Lernenden als auch das pädagogische Arrangement, welchen wir so definieren, dass es eine langfristig organisierte Abfolge von Lehr- und Lernsituationen darstellt, die von ausgebildeten Personen intentional geplant und initiiert werden und die auch explizit zum Aufbau von Wissen und vom Erwerb von Fähigkeiten auch dienen soll. Also sehr wichtig sind dabei halt diese Aspekte, dass der Lernerwerb intentional auch erfolgt und auch quasi eine geplante Lernabfolge von verschiedenen Lehr- und Lernsituationen auch darstellt. Prinzipiell findet Unterricht sehr in der Regel in institutionalisierten Rahmenbedingungen statt, also so etwas wie die Schule oder die Universität oder wie im Ausbildungsbereich in der Lehre. So etwas wird traditionell als Unterricht auch dann verstanden. Prinzipiell haben sie da eine Vielzahl an Charakteristikern, die den Unterricht dann auch beschreiben. Also so etwas, dass sie simultan den Unterricht haben, dass also viele Personen quasi gleichzeitig und auch gemeinsam an dem
an diesen Lernarrangements teilnehmen. Das Spannende ist quasi, inwieweit jetzt auch mit digitalen Medien, mit der Online-Lehre beispielsweise, da merken Sie, wie solche Charakteristika dann auch vielleicht sich in den Ausprägungen etwas dehnen über die Zeit. Dann Unmittelbarkeit als ein weiteres Beispiel, wo Sie halt quasi direkt die Informationen, die Lernprozesse erfahren und auch darin sich engagieren können. Unvorhersehbarkeit spricht vor allem auch darauf an, dass selbst wenn Sie Lernarrangements sehr sorgsam planen, von der Lehrperspektive, müssen Sie dennoch flexibel reagieren. Wenn Sie quasi in diesen Lernarrangements merken, okay, die Passung beispielsweise von dem Lehrangebot zu den Studierenden oder zu den Lernenden allgemein ist nicht so gut. Oder wenn Sie vielleicht Vorwissen voraussetzen und da merken, okay, wow, das ist nicht da, dann müssen Sie quasi auf diese unvorhergesehenen Bedingungen reagieren, um dann Veränderungen dann auch vorzunehmen. Öffentlichkeit beschreibt dabei, dass die Lernenden quasi gemeinsam in einer gewissen Öffentlichkeit auch stehen, um dann auch den Lernzuwachs quasi in der Gruppe und auch gemeinsam zu machen, als auch quasi auf der anderen Seite das ist der Bezug auch zur Makroebene zu sehen, wie die Gesellschaft die Unterrichtsarrangements und auch die Lehrinhalte in gewisser Weise prägt. Also quasi ist so etwas wie, was für Schulfächer unterrichtet werden, welche curricularen Inhalte betrachtet werden und auch eine Vielzahl von anderen Dingen. Und auch quasi, Sie sehen quasi, dass damit der Unterricht als Lernarrangement wirklich auch sehr vielseitig und sehr multidimensional auch zu sehen ist, welches wir in den verschiedenen Modellen zur Beschreibung von Lehr- und Lernsituationen jetzt auch nochmal genauer betrachten werden. Prinzipiell sehen wir aber, dass der Unterricht vor allem auch ein sozialer Prozess ist, wobei das Wissen von den Personen, die an dieser Unterrichtsgelegenheit involviert sind, also sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden, dass dieses Wissen in einer Koproduktion mit diesen Interaktionen dann entsteht. Und dabei ist es wichtig, dass Lehrende nicht wirklich so nach diesem Modell von dem Nürnberger Trichter das Lernen der Schülerinnen und Schüler verursachen, in Anführungszeichen, sondern dass Lehrende vor allem eine Unterrichtsumgebung, ein Lernarrangement herstellen, welches dann von den Lernenden verwendet werden kann, um dann zu einem Lernzuwachs zu führen. Dabei sehr wichtig ist es, dass die Prozesse und auch die Ergebnisse von diesen Unterrichtsarrangements vor allem durch die Ziele und auch die jeweiligen Inhaltsbereiche geprägt werden und dass man halt dabei vor allem nochmal die Betrachtung auf den sozialen und den kulturellen Kontext dann auch zu betrachten haben würde, welches dann auch in den Unterrichtssituationen gewisse Handlungsschemata
dann auch sehr stark beeinflusst. Sie können dies beispielsweise sehen, wenn Sie Unterricht vergleichen, sagen wir mal in Westeuropa im Vergleich zu Southeast Asia oder so, wo da wirklich auch sehr andere Unterrichts- und Interaktionsformen von den kulturellen Normen dann auch vorgesehen werden. Also jetzt hier im west- und zentraleuropäischen Raum sehr viel mehr kollaborativ und kooperativ im Vergleich zu mehr frontal, beispielsweise in anderen Bereichen auch. Genau, von daher sehen wir als Unterricht vor allem die Gestaltung von Lernumgebungen, um Gelegenheiten für effektives Lernen und für effektive Lernaktivitäten von Lernenden herzustellen. Wir haben da quasi zwei größere Modelle, die das betrachten. Zum einen nach Bloom, das schulische Lernen und auch das Angebots-Nutzungsmodell. Im Modell nach Bloom, dieses Modell geht davon aus, dass Lernergebnisse direkt vom Unterricht beeinflusst werden können und dass jede Person alles lernen kann, wenn genügend positive Bedingungen vorgegeben werden. Und was dabei vor allem im Zentrum steht, ist es, dass die kognitiven und auch motivationalen Eingangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, die sehr stark dann auch den Lernerfolg auch betreffen. Und sie wollen halt auch dabei vor allem die Lernaufgaben als zentralen Aspekt von diesen Unterrichtsarrangements sehen. Und Lernergebnisse werden dann vor allem auch gemessen anhand der Leistungen, die Schülerinnen und Schüler erbringen, in Bezug auf den Zuwachs vom Fähigkeitsniveau. Im Gegensatz dazu steht das Angebots-Nutzungsmodell von Andreas Helmke, welches postuliert, dass die Unterrichtsgestaltung keinen direkten Einfluss auf den Lernerfolg besitzt, sondern dass die Lernenden dabei vor allem auch in den Vordergrund gestellt werden und auch die individuellen Merkmale von Lernenden. Und das heißt, nach diesem Modell ist guter Unterricht von den individuellen Gegebenheiten im gesamten Lernkontext abhängig. Und wenn wir quasi dabei uns dieses Angebots-Nutzungsmodell genauer betrachten, dann sehen wir, dass, wie das Modell schon vom Namen her andeutet, der Unterricht quasi als eine Art Angebot gesehen wird, als Gelegenheitsstruktur von Angeboten, die dann von den einzelnen Lernenden für das eigene Handeln, für den eigenen Lernprozess im Nutzungsbereich dann wahrgenommen werden. Und dabei ist es dann auch so, dass die verschiedenen Faktoren, die sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nutzungsseite diese Gestaltung und auch die Nutzung vom Angebot betrachten, dann im Vordergrund stehen und auch betrachtet werden. Wir werden uns jetzt quasi dieses Modell, was Sie ja auch schon da vorher eingeblendet gesehen haben, jetzt in den einzelnen Ebenen genauer betrachten, genau, sodass Sie da noch einen besseren Eindruck auch davon kriegen. Also wenn wir uns jetzt die Angebotsseite genauer anschauen,
also quasi die Gestaltung von Lernarrangements, was dabei vor allem im Zentrum steht, sind sowohl die sind vor allem das Lehrangebot, was gegeben wird, also was für Ziele sie haben, was für Lernaktivitäten sie kreieren wollen, wie sie das Lernen begleiten wollen, wie sie auch das Lernen evaluieren wollen. Das quasi ist als grundlegender Teil der Lehrprozesse vom Unterricht zu sehen, welches auch davon, was auch quasi davon sehr stark die Qualität beeinflusst, sind halt solche Sachen wie die Qualität der Aufgaben oder die Vermittlungsfähigkeiten der Lehrperson. Und dieses Angebot hängt dann von einer Vielzahl von anderen Komponenten ab, die dann beeinflussen, wie dieses Angebot gestaltet wird und auch in welcher Qualität diese Lernarrangements auch gestaltet werden. Also dies sind dabei nennt das Angebotsnutzungsmodell vier größere Komponenten. Zum einen die Lehrerkompetenzen, dann den Kontext der Klasse, dann den Kontext der Schule und das Kollegium und auch vom Fach und auf einer größeren kontextuellen Ebene der Kontext von dem aktuellen Bildungssystem, in dem sich die Lernenden befassen. Und quasi all diese unterschiedlichen kontextuellen Maßnahmen beeinflussen dann die Lehrerkompetenzen beispielsweise, als auch wie dann die Lernarrangements auch gestaltet werden. So, ich würde Sie jetzt nun bitten, jetzt für diese Angebotskomponente. Sie haben jetzt hier diese unterschiedlichen Baustart dann jetzt auch da gesehen, dann in Breakout-Räumen sich zu überlegen, okay, die Wechselwirkungen zwischen diesen Bausteinen, also beispielsweise, wie kann der Kontext des Bildungssystems die Lehrerkompetenzen beeinflussen? Oder wie kann der Kontext des Faches die Lehrerkompetenzen beeinflussen? Oder auch irgendwelche anderen Wechselwirkungen dabei, sich jetzt genauer zu betrachten und dies quasi in Breakout-Räumen dann miteinander zu diskutieren. Genau, ich öffne die Breakout-Räume und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, bis nachher.
Alright, so, willkommen zurück. Genau, Sie haben jetzt da verschiedene Angebotskomponenten betrachtet. Kurze Nebenbemerkung. Ich freue mich immer sehr über die vielen coolen Tierbilder, die wir quasi auch in unserer Vorlesung featuren. Sie haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns da auch natürlich jetzt auch noch weitere auf Piazza auch quasi für unsere Vorlesung zur Verfügung stellen. Auch gerne, wenn Sie beispielsweise über die Winterferientage irgendwie bei Ihren Eltern oder Verwandten oder so waren. Wir brauchen Ihre Bilder auf jeden Fall. Also wir würden uns darüber freuen und wie Sie auch bei den Evaluationen gesehen haben, Ihre Mitstudierenden freuen sich da ebenfalls auch drüber. Und wir finden natürlich auch für jeden und für jede da auch Platz, völlig klar. So, genau, die Angebotskomponente haben wir betrachtet. Jetzt wollen wir uns genauer die Nutzungskomponente anschauen. Dabei ist es quasi für den Lernenden, stehen dabei die individuellen Lernaktivitäten vor allem im Fokus. Das wird dabei auf zwei Perspektiven betrachtet. Also zum einen auf den äußerlichen Lernaktivitäten, also wenn Lernende beispielsweise zuhören oder wenn sie etwas ausprobieren, wenn sie sich an Gesprächen beteiligen. Allerdings auch auf der anderen Seite von den inneren Lernaktivitäten, was diese internalen Prozesse, die wir ja auch in den vorherigen Vorlesungswochen auch genauer betrachtet haben, also das Elaborieren von Informationen, das Organisieren von Informationen, Motivation, Emotionen, Lernprozesse nachvollziehen zu können und auch eine Vielzahl von anderen internalen Prozessen, die dabei in den Vordergrund gestellt werden. Diese individuellen Lernaktivitäten werden dann beeinflusst von den individuellen Voraussetzungen, also von Dingen wie Intelligenz, allgemeine Motivation, Selbstbild, selbstbezogene Vorstellungen, Selbstkonzepte, Emotionen, Vorwissen. Auch Sie sehen auch da quasi jedes Schlagwort haben wir in einer Vorlesungswoche auch genauer betrachtet. Also Sie können auch da quasi wirklich gut sehen, wie Sie quasi anhand von diesem Angebots-Nutzungsmodell auch die Verbindung zwischen den einzelnen Vorlesungswochen auch gut sehen können. Und diese individuellen Voraussetzungen, die dann auch wiederum beeinflusst werden von der Lernumwelt, in der sich die Lernenden befinden. Also so etwas wie dem sozioökonomischen Background, der Sprache, beispielsweise Migrationsbedingungen, wie Medien verwendet werden oder auch quasi allgemeine Dinge, die quasi in die Lernumwelt fallen, welches dann wiederum auch einen Einfluss für die individuellen Voraussetzungen dann auch betrachtet. So, analog zum Breakout-Raum vorher, wir bleiben auch in den gleichen Breakout-Gruppen, würde ich Sie jetzt nun bitten, wieder für die einzelnen Wechselwirkungen, die Sie in dieser Nutzungskomponente sehen, sich wieder auch Beispiele zu überlegen. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder hier in dem großen Raum zusammen. Alles klar, los geht's.
Alright, so. Okay, willkommen zurück. Wir haben jetzt zwei von diesen Komponenten vom Angebots-Nutzungsmodell betrachtet. Die Angebotskomponente und die Nutzungskomponente. Und die dritte größere Komponente dann ist natürlich das Lernergebnis, der Ertrag in gewisser Weise von den Lernsituationen, welches dann so etwas betrachtet wie beispielsweise fachliche Kompetenzen wie Wissenserwerb, Fähigkeitserwerb, allerdings auch Dinge wie Überzeugungen oder Beliefs, in gewisser Weise Interessen, die ebenfalls von diesen Lernsituationen dann auch gefördert werden können, allerdings auch überfachliche Kompetenzen, die von den Lernaktivitäten beeinflusst werden können, wie Problemlösestrategien, wie Lernstrategien, wie quasi Selbstregulations Kompetenzen, die quasi über die fachlichen Inhalte auch hinausgehen und auch quasi von sowohl von den individuellen Lernaktivitäten, also von der spezifischen Nutzungskomponente beeinflusst werden können, als auch von den individuellen Voraussetzungen der Lernenden. Also wieder so etwas wie Vorwissen, Vorerfahrung, Intelligenz und die vielen anderen Komponenten, die auch dann einen Einfluss darauf haben, wie Lernen Erträge, wie die Lernergebnisse dann auch gestaltet werden. Sie vermuten es vielleicht schon im Anbetracht der beiden vorherigen Breakout-Räume, würde ich Sie jetzt auch wiederum bitten, in den gleichen Gruppen die Wechselwirkungen vielleicht auch noch da auch noch etwas genauer zu betrachten, also auch vielleicht so Hypothesen zu formulieren, welche individuellen Voraussetzungen einen Einfluss haben für welche Lernergebnisse. Ergebnisse beispielsweise oder wie da die Zusammenhänge bestehen oder auch vielleicht wie sie auch in den mit den Lernaktivitäten, die gesehen werden, wie da auch die Querverbindungen zu Lernergebnissen auch beispielsweise zu sehen sind. Okay? Diese Verknüpfungen von der Nutzungskomponente zum Lernergebnis genauer zu betrachten. Genau, wir sehen uns dann gleich hier wieder. Bis nachher.
Alright, so, cool. Ich freue mich, dass Sie jetzt nun auch quasi den Übergang von der Nutzung zum Ertrag auch genauer in Ihren Breakout-Räumen betrachtet haben. Also wir haben uns jetzt quasi in dieser Vorlesung das Angebot zum Nutzungsmodell auch mit den einzelnen Komponenten und auch den einzelnen Wechselwirkungen auch gut betrachtet und auch allgemein können Sie auch anhand von diesem Modell auch wirklich auch vielerlei Querverbindungen auch sehen, die wir auch in den vorherigen Vorlesungswochen halt auch betrachtet haben. Ich habe auch gesehen schon einige von Ihnen, die auch ihre Mindmaps beispielsweise für diese Veranstaltung schon gemacht haben, die auch teilweise, wenn Sie da die unterschiedlichen Vorlesungsinhalte auch konzipiert haben und auch quasi in Bezug zueinander gesetzt haben, waren auch quasi einige von Ihnen auch schon so, dass Sie auch quasi dieses Modell in gewisser Weise auch teilweise auch schon selber so entwickelt haben, was ich auch persönlich auch sehr spannend finde. Also ich kann Sie auch quasi da auch wirklich nur dazu ermuntern, gerade wenn Sie sich auch vielleicht auf die Klausur vorbereiten, die verschiedenen Querbezüge von den einzelnen Veranstaltungen dadurch auch nochmal näher dann auch zu betrachten. Prinzipiell doch mal halt wichtig zum Betonen ist halt dabei der Schwerpunkt auf diese Gelegenheitsstruktur, sodass die Angebote, die Sie haben oder die gegeben werden, auch individuell anders von Lernenden wahrgenommen werden. Also sogar, also selbst beim gleichen Angebot können zwei Lernende dieses Angebot komplett anders wahrnehmen und auch komplett anders dann auch verwenden, um dann auch quasi andere Leistungserträge dann auch in gewisser Weise dann auch zu haben. Genau, also soweit Schwerpunkte quasi für unsere Veranstaltungen in dieser Woche. In der nächsten Woche wollen wir uns jetzt genauer auf die Lehrprozesse im Unterricht fokussieren, um da auch die Unterrichtsqualität in den Vordergrund zu stellen. Sie haben auch da quasi auch eine sehr spannende Reading Reaction oder einen spannenden Text, für den Sie eine Reading Reaction schreiben können, da auch wieder. Und ich freue mich da auch schon wirklich darauf, die Texte von Ihnen auch dann zu lesen und dann auch in der nächsten Woche mit Ihnen da auch dann weitergehend darüber zu sprechen. Vielleicht kurz bevor wir unsere Veranstaltung beenden, doch eine kleine Information aus eigener Sache. Ich suche mal wieder studentische Hilfskräfte, die in einem Forschungsprojekt von mir mich unterstützen. Dieses Mal in Kooperation mit Christoph Randler aus der Biologiedidaktik. Wir wollen da untersuchen, wie man digitale Werkzeuge bei Exkursionen verwendet. Im Bereich der Biologiedidaktik, aber auch dann für die Naturwissenschaften allgemein. Also wenn Sie Interesse haben, vielleicht auch wenn Sie einen Biologie-Background haben, ich werde Ihnen da die Informationen wieder via Greatcraft verteilen, auch sehr cool. Christoph Randler ist so mit der weltweit angesehenste Biologiedidaktiker. Von daher auf jeden Fall auch eine sehr coole Gelegenheit für Sie da auch noch mehr Erfahrungen dann auch zu kriegen. Bei dem letzten Aufruf haben sich ebenfalls auch sehr viele sehr qualifizierte Leute von Ihnen auch beworben und wir haben auch da wirklich uns sehr darüber auch gefreut, was ich hier aus unserer Vorlesung da auch Bewerbungen bekommen zu haben. Darüber würde ich mich jetzt logischerweise ebenfalls auch wieder sehr freuen. Also bis dahin, ich freue mich, Sie dann in der nächsten Woche dann auch wieder
zu begrüßen. Alles klar, bis demnächst. Bye.